Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Kurz überlegen, es ist 2 Tage her, dass ich Lies of P gespielt habe. Ich bin in der Fabrik. Ich bin relativ weit fortgeschritten in der Fabrik. Ich habe auch schon den Erfinder, ich habe seinen Namen vergessen, gesehen. Ich habe ihn sprechen hören. Aktuell benutze ich diese Axt. Ich weiß noch gar nicht, was der Griff von der Axt macht. Kann ich das eigentlich nachschauen, was der Griff tut? Geduldiger Hieb oder aushalten? Aushalten. Also, ja, hier bei dem Zweihänderschwert oder bei dem schweren Schwert, Großschwert des Schicksals, ist es so, dass der Griff die Waffe des Gegners zerbrechen lassen kann. Und das ist mega geil. Hier bei der Axt habe ich noch nicht rausgefunden, was die macht. Ich probiere die noch ein bisschen aus, aber gegen den Boss, der jetzt hier hoffentlich bald kommt. Wait. Ich will gegen euch diesen Dinger probieren. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was der macht. Ah, die Axt ist ganz nett. Aber eigentlich finde ich das Großschwert besser. Deswegen packen wir das wieder rein. Habe ich jetzt nicht verstanden, was der Griff tut. Ich habe hier hinten die Abkürzung reingeräumt. Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist anders. Ist anders. Es war eigentlich ein perfekter Block, aber ich glaube, der Boy hinter ihm hat mir eine mitgegeben. Ah, nee, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, darauf sollte ich natürlich mal achten. Nochmal. Ah nee, Moment. Ich habe ja 13.000 Ergo. Ich habe 13.000 Ergo. Wir sollten leveln. Jetzt darf ich hier nicht leveln, oder was? Tatsächlich. Muss ins Hotel Krat zum Leveln. Das ist ein bisschen doof. Das finde ich ein bisschen. Ja. Nach Mayu ins Hotel, genau. Dass die Stadt im Stillen liefe. Versteinerungsseuche, okay. Everyone in Krat is just trying to survive. That's why I found you. Our only hope, Geppetto's puppet. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I used to call on you. That's all I can say for now. Please, save Krat. Okay. I'll use my power to help you. Gehen wir hier mal auf 20. Und was ist denn Fortschritt eigentlich?
Ah, okay, das macht Resistenzen. Ja, warum eigentlich nicht? Ein bisschen mehr Resistenzen. So, Ladies, jetzt geht's los. Also, ja, so nämlich. Also, hier geht's nach da unten. Ich vermute, dass das ein Boss ist, aber ich will jetzt erst, und ich glaube, ich kann von hier oben auf den draufspringen und ihm kritischen Schaden machen. Ich möchte jetzt aber trotzdem erst schauen, was mit unserem lieben Freund und Helfer Erfinderboy los ist. Der sitzt da oben. A little help. Anyone? Wealthy and dashing philanthropist in need of assistance. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Da hinten geht's auch noch weiter. Okay, hier oben drauf ist auch noch ein bisschen was. A little help. Anyone? Wealthy and dashing philanthropist in need of assistance. Hi. Oh, easy now. Venini, genau. Surely we can discuss this like reasonable people? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? Ja. I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but, well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my butler. Consider it a personal favor and owe you in kind. Alles klar. Hurricht. Aha. Gut, wir suchen den Butler. Ey, nicht schmeißen. Wow! Wie hüpfe ich hier nochmal? So nicht. Ja, so eigentlich. Ups. Moment, Leute, Moment. Wie in Dark Souls 2. Muss ich mich erst
kurz ein bisschen dran gewöhnen. Weil das ist nämlich seltsam. No. Scheiße. Hi, da bin ich wieder. Da ist auch ein bisschen Loot. Ich hole mir erstmal den. Technikkurbel, okay. Verbesserungsmaterial. Schätze ich. Das ist auch ein bisschen eine Schweinerei, dass die da von unten. Descartes Notiz. Die Puppe kann sich in einem großen Bund, der hergestellt und eingeprägt wurde. Moment, das interessiert mich. Herstellen, eingeprägt und nicht widersetzen. Sie muss den Befehlen ihres Schöpfers gehorchen und darf Menschen nicht schaden. 1800. Also wir sind im 19. Jahrhundert. Nein! Verdammte Axt. Oh, er kommt mit hinter mir. Er kommt ja mit. Holy. Damit habe ich nicht gerechnet. Zu spät gedrückt. Jetzt fackel ich ab. Verdammte Axt. Au! Lass mich aufstehen. Ey, reicht. Ey, das ist so, so, solche Sachen sind einfach nur gemein. Solche Sachen, du kannst nichts mehr tun. Sowas ist einfach nur gemein. Finde ich bei Dark Souls unnötig, finde ich auch hier unnötig. Dann sollen sie mich einmal hauen mit mehr Schaden. Aber dass ich dabei zugucken muss, wie er mir dreimal die Schei aus dem Leib prügelt, ist ein bisschen mies. Jetzt hat's endlich geklappt, mein Gott. So, okay. Jetzt komm mal her, du. Kriegst du nämlich eine von oben. Ach, Kacke. Das ist nicht cool. Ey, nee. Ihr seid nicht cool. Nach Mist, zu spät. Okay, ich muss erst die beiden Bombenwerfer da wegmachen. Das ist sonst einfach nur assi. Die zwei, die da stehen und einen mit diesen Bomben bewerfen. Schweinerei, ey. Kann ich eigentlich von oben drauf, ne?
spät. Ja, hier, ey, ah, okay, jetzt durfte ich weg. Seltsam. Aua. Shit. Aua! Come on! Aua! Ja, ist ja gut! Aua! Nein, jetzt sterbe ich! Nein, warum? Nein! Oh. Mist. Hey, Venini, grüß dich. Oh ja, hey, lass mich doch kurz umgucken. Oh, er ist schon da. Alter. Schnauze jetzt. Ach, es ist doch so zum Kotzen. So. Darf ich jetzt? Falsche Taste gedrückt. Nice. Zu spät. Scheiße. Ey, 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 ach, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Fuck off, ey. Nein, ich bin zu früh hingegangen. Ach Mann, dass ich an diesem dämlichen Ding so... Ah. Ah. Warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich das? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Keiner weiß es. Also ich schaue jetzt mal nach dem... Nach dem Dicken da unten. Ob das ein Boss ist oder wie es aussieht, was der kann, was der macht... Ah, das ist natürlich doof. Na gut, dann nehme ich die Leiter. Einfach zum Loot sammeln. Kurz. War ja nicht noch Loot da vorne, ja. Da hinten ist auch noch Loot. Puppe der Zukunft, lol. Okay, es ist auf jeden Fall ein Boss.
Ah, jetzt läuft er zurück. Verdammt, ich wollte eigentlich auf ihn draufspringen von hier aus. Was zum... Warum hört sich hier irgendwas an, als wäre hier ein Zombie unterwegs? Ach komm, ey, jetzt braucht er so lange. Auf warten will ich jetzt hier auch nicht. Dann schaue ich nochmal in die Richtung. Hallo, was geht hier unten? Hallo? Ah, hier ist ein Boss. Da ist nämlich so eine Hilfeschale. Okay. Ach nee, der hat wieder Hitze, ne? Ich darf mich nicht behitzen lassen. Oh, hi. Boah, und einen dicken Hammer. Und eine Schnorchelnase. Flamme des Königs. Und es sieht aus, als könnte er... Wow, okay. Als könnte er aus seinem Unterteil Feuer spucken. Oh wow, oh wow, oh wow. Okay, okay. Gut, ich habe nicht mal gesehen, wie viel Schaden ich ihm mache. Wenn ich sofort hier hinrenne zu dem anderen, steht er dann gut? Nee, er läuft gerade weg. Oh, ist das doof. Das heißt, man muss immer ewig warten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass man auf ihn draufhüpfen kann. Ja gut, aber... Also theoretisch brauche ich ja diesen ganzen Unsinn hier dann gar nicht machen. Nicht wahr? Dann lasst mich mal alle in Ruhe, bitte. Da hätten sie auch hier einfach irgendwo... Hier so ein Leuchtfeuer hinstellen können. Nächster Boss. Okay, let's go. Erstmal das Angriffspattern hinkriegen. So nicht. Okay, jetzt dreht er sich. Ah, der dreht sich auch mir hinterher. Okay, gut zu wissen. Oh, da die... Das Timings, die Timings brauche ich jetzt. Buff. Du hast echt miese Timings. Mit dem anderen kannst du also auch. Oh. Zu spät. Immer ein bisschen zu spät. Mit dem anderen Bein kann er auch treten. Und hier, das ist wirklich jedes Mal gleich das Timing, ne? Hier bei dem. Ja, blöd, ne? Bom, bom, badel, da, dom, bom. Bam, bam, badel, da, dam.
Der erste Schaufelmörder, den ich gesehen hatte, der war mir so weit hinterhergerannt. Der hier jetzt nicht so. Hallöchen. Okay, neue Attacke. Mein Gott, hat der viele. Wow. Einfach wow. Mal kurz was gucken. Ja, die haut auch sehr langsam zu. Der Dolch ist schneller, aber... Ob das klug ist? Wie heißt denn dem seine Verteidigung? Rückzugstich. Warte mal, die Axt macht mehr Schaden. Sehe ich das richtig? Ja. Pulszellenladung, Fabelladung ist da ein bisschen besser. Schadensreduktionsrate beim Blocken ist auch besser bei dem. Um 10 besser. Aber die Axt macht doch ungelevelt schon. Doch einiges, 17, 7 mehr Schaden. Und ist leichter. Ich könnte die natürlich leveln gehen, die Axt. Okay, die Block-Timings. Ich bin noch zu langsam. Aber die Axt hat ihm gerade wesentlich mehr Schaden gemacht. Spät, Mann. Gibt's doch nicht. Zu spät, warum? Oh, da kommt noch einer von oben hinterher. Eieieiei. Der Tritt. Oh. Und der hat halt nicht nur 2, 3, 4 Angriffsmuster, sondern ich glaube, ich habe jetzt schon 6 verschiedene gesehen. Angriffe.
Oh, Mann, ey. Puh, okay. Let's go. Ich drück immer schon vorher, aber ich muss noch einen Ticken früher drücken. Shit. Oh, dieser Tritt mit der anderen Faust, ey. Mit dem anderen Fuß. Voll mies. Okay. Naja, da habe ich leider geschlagen gehabt. Nope. Nope. Aua. Jawohl. Gib der auf die Fresse, ey. Gib der auf die Fresse. Du Schweinebacke. Ah, dann dieser Tritt. Oh. Da kann ich, also in manchen Situationen muss ich hier unbedingt ausweichen. Ah, der kommt ja nochmal von oben, wenn er so dran steht. Muss ich mir merken. Unbedingt merken. Ja, da kam der von oben nochmal drauf. Ups, LBY wäre es hier gewesen. Okay. Man merke, nicht unbedingt in den Flammen stehen bleiben. Das tut ein bisschen weh. Ein kleines bisschen. Ich glaube, das hat mir gerade
zwei Drittel meines Lebens abgezogen, dass ich da drin stehen geblieben bin. Aber die Axt ist cool. Die könnte ich nochmal leveln gehen, eventuell. Ist halt doof, dass ich dann da unten mein Zeug holen muss und dann wieder zurückrennen muss. Und dann, wobei ich habe ja auch, eigentlich müsste ich es gar nicht. Ich habe ja noch so Ergo-Fragmente. Da war ich jetzt irgendwie etwas irritiert, was mit meinem Angriff passiert ist. Autsch. Na, jetzt fängst du's Brutzeln an, ne? Ey, what? Oh, man kann Überhitzung loswerden, indem man ausweicht. Gut zu wissen. Oh, oi, ey, 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 ey. Nee, kann man nicht. Nur wenn man schon brennt, wahrscheinlich. Boah. Da habe ich gerade nicht gesehen. Ah, von oben der. Scheiße. Den von oben verpasst. Schon wieder vergessen, dass nach dem der von oben kommt. Was absolut Sinn macht. Mega. Ich wollte ja mal die Axt leveln. Mist. Zu spät. Zu spät. Ah, der linke Fuß. Mist.
Nee, jetzt haben wir wieder irgendwas Wildes. Wie weit muss ich hier weglaufen von ihm, dass mich das nicht trifft? Okay, so. So ging's. Ey! Aua! Mann. Ja, das war zu sehr in der Ecke irgendwie. Habe ich gerade nicht ganz mitgekriegt, was da jetzt passiert. Ah, mies. Aber die Feuerwehr-Axt, die sieht nicht nur cool aus, die funktioniert auch super. Den Griff weiß ich nicht, was ich von dem halte. Eher so ein Verteidigungsstand-Griff, ne? Dass ich nicht umfall. Einfach nur, damit ich nicht umfall, wenn er mich trifft. Zu früh. Ah, ich Depp. Oh, und der Soundtrack und alles, ey, ne? Das geht einem in Mark und Bein. Aber macht einfach so viel Bock. Geh mal die Axt leveln. Könnte ja den anderen Griff drauf machen vom Schwert, ne? Ich könnte eigentlich den Griff vom Schwert drauf machen. Weil ich habe noch nicht verstanden, was der macht. Vielleicht, aber ich lasse es erstmal so und probiere erstmal aus, was dieser Griff überhaupt genau tut. Trotzdem level ich sie. Ich habe doch hier so... Hier, das da. Wird schon reichen. Waffe verbessern, genau die. Und dann, ja. Nochmal, jawohl. Nochmal, jawohl. Sichelmondstein. Das fette Messer könnte ich jetzt auch verbessern. Aber das passt. Die Übersetzung ist hier auch nicht immer ganz gelungen. Ist nicht so 100% an manchen Stellen.
bin gespannt, wie viel mehr Schaden ich ihm jetzt mit der aufgelevelten Axt mache, weil ich habe ja doch recht viel gelevelt. Flamme des Königs, Fuoko. Oh oh. Nein! Shit. Oh, was passiert? Ich hab's nicht richtig gesehen. Nee, ich wollte zu viel. Ich habe nicht gecheckt, was er macht, weil ich das noch nie von vorne gesehen habe. Ich habe das immer von hinten gesehen und aus weiterer Entfernung habe ich auf den Boden geguckt, aber nicht auf sie, auf ihn. Und deswegen war ich gerade so, hä? Was passiert da gerade? Ja, und als es losging mit der Überhitzung, war es schon zu spät. Guter Try, ja, auf jeden Fall. Das war super. Ich meine, die Axt reißt jetzt auch viel mehr, nachdem ich sie gelevelt habe. Bis zur Hälfte hatte ich noch alle Heals. Das stimmt, ja. Das ist auch sehr gut. Da muss ich eigentlich LBY machen in so einem Fall. Jetzt ist natürlich doof. Okay. Oh nein. Lauf mal lieber weg. Scheiße. Ah, den Heal jetzt zu nehmen war ein bisschen unnötig.
Hör mal auf, mit deiner dämlichen Kanone auf mich zu schießen. Fuck, ich bin tot. Mist. Das war ein nicht ganz so guter Try. Der war absolut beschissen, um ehrlich zu sein. Das war nix. Das war gar nix. Nochmal von vorne. Zu spät. Das vergessen wir, den löschen wir, diesen Versuch löschen wir bitte alle aus unserem Gedächtnis. Das ist gerade nicht passiert. Nochmal, und wir starten einen Versuch weiter vorne. Also den auch nicht mitzählen, falls jemand mitzählt, bitte. Das war gerade nicht... Das habt ihr euch eingebildet. Genauso wie das. Ist gerade nicht passiert. Okay. Jetzt will er es aber wissen, der Kollege. Autsch. Lauf! Nee, warum? Ey, komm, nee! So ein Blödsinn! Nee! Weißt du, dann ist man weit weg und kann nichts dagegen machen. Gegen den Unsinn. Hör auf! Saftsack! Ach, Gegner, die schießen können, ist sowas Blödes. So nervig! Und dann nicht einschätzen können, wann er losrennt, weil das ewig dauert. Hör auf mich zu ballern! Und jetzt brennt er den Boden wieder an, wo man nirgends sicher ist! Das ist doch scheiße!
Zu früh gedrückt. Mist. Voll assi. Dass er den ganzen Boden abfackelt, so. Also, der Boden ist Lava. Ja, dann gib mir wenigstens einen Punkt, an dem ich, wo ich oben nach oben kann oder so. Man kann, also man wird nicht überall getroffen. Ab einer gewissen Entfernung spreizt sich dieser Flammenboden ein bisschen auf. Aber das ist so schwer auch zu erkennen, dass man diesen Schaden fasst. Also, boah. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, woran ich erkennen kann, ob der dieser Schaden, wo dieses Pattern erscheint am Boden. Es gibt keinen, ich kann das vorher sehen. Für mich jedenfalls in diesem Moment, in diesem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist von hier oben, weil ich glaube, dass ich auch sterben werde. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Zukunftspuppe. Wer grunzt hier wie ein Zombie eigentlich? Kann ich das hier auf ihn drauf fallen lassen? Nee, ne? Nee! Er dreht vorher um. Das ist ja gemein. Das ist doch mies. Gibt's hier irgendwas? Nee. Da hinten kann man auch nicht lang. Okay. Ich hau ihn jetzt mal. Mal gucken. Aua! Okay, ich bin gerade etwas überrascht, wie einfach dieses Ding kaputt zu machen war. Gut. Doch nicht so ganz ausgereift, ja, überhaupt nicht irgendwie. Oh, was ist das? Eine Booster-Gefe, what? Booster-Glefe. Okay. Vielleicht will ich die Axt da dran machen. Wow, okay. Das sieht geil aus. Moment. Technik und Entschlossenheit.
Ich habe ja auch Technik und Entschlossenheit gelevelt, oder? Ja. Kann ich das? Das kann ich am Leuchtfeuer einfach selber machen, ne? Entschuldigung, am Stargazer. Aber ich weiß nicht, was der Griff macht. Das ist ja die LBY, ist das ja, der Griff. Und dafür brauche ich auch drei. Ja, sehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Weil ich die Axt so schön aufgelevelt habe. Und die Axt hat halt irgendwas zum Verteidigen. Und das hier ist ein Angriff. Ja, all dies finden wir in der nächsten Folge raus. Twitch, bleibt kurz dran. YouTube, danke fürs Einschalten. Und schön, dass ihr da wart. Es ist mir eine Freude gewesen und beim nächsten Mal fällt der König der Flamme Cusco? Nee, Fuego heißt er. Fusco. Irgendwie so. Nächstes Mal fällt er. Schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.